Ein Zahnimplantat ist heutzutage eine der beliebtesten Methoden, um fehlende Zähne zu ersetzen. Der Prozess der Zahnimplantation kann jedoch ein Viertel eher viele Menschen beängstigend sein, da er mit Schmerzen und Unsicherheiten verbunden ist. In diesem Video werden wir genauer darauf eingehen, wie der Genesungsprozess nach einer Zahnimplantation verläuft und was man erwarten kann. Der Genesungsprozess nach einer Zahnimplantation kann je nach individueller Situation und Gesundheitszustand variieren. In der Regel dauert es jedoch einige Wochen bis Monate, bis der Kieferknochen das Implantat richtig akzeptiert und sich um das Implantat herum neues Gewebe bildet. Während dieser Zeit ist es wichtig, die richtigen Schritte zu unternehmen, um eine erfolgreiche Heilung zu gewährleisten. Die unmittelbaren Stunden nach der Zahnimplantation sind entscheidend ein Viertel eher den Erfolg des Eingriffs. Es ist wichtig, die Anweisungen Ihres Zahnarztes genau zu befolgen, um Blutungen, Schwellungen und Infektionen zu vermeiden. In der Regel wird empfohlen, in den ersten 24 Stunden nach der Zahnimplantation auf feste Nahrung zu verzichten und stattdessen weiche Nahrungsmittel zu sich zu nehmen. Auch das Vermeiden von Haiyan und kalten Getränken sowie das ein Viertel kalten vom Rauchen kann den Heilungsprozess beschleunigen. In den ersten Tagen nach der Zahnimplantation ist es normal, Schmerzen und Schwellungen im Bereich des Implantats zu ein Viertel. Ihr Zahnarzt kann Ihnen Schmerzmittel verschreiben, um Ihnen zu helfen, den Schmerz zu lindern. Es ist jedoch wichtig, dass Sie sich ausreichend Ruhe gönnen und Ihren Körper die Zeit geben, die er braucht, um zu heilen. Außerdem sollten Sie auf Sport und körperlich anstrengende Aktivitäten verzichten, um das Implantat nicht zu belasten. Nach etwa einer Woche kann Ihnen die Fadenen entfernt werden und Ihr Zahnarzt wird den Heilungsprozess ein Viertel finden. Es ist wichtig, regelmäßige Kontrolluntersuchungen bei Ihrem Zahnarzt wahrzunehmen, um sicherzustellen, dass das Implantat richtig einheilt und keine Komplikationen auftreten. Ihr Zahnarzt kann Ihnen auch spezielle Mundspareinviertelungen oder Gels empfehlen, um die Heilung zu ein Viertel und Infektionen vorzubeugen. Nach einigen Wochen können Sie langsam wieder auf feste Nahrung umsteigen, sollten aber weiterhin vorsichtig sein, um das Implantat nicht zu beschädigen. Es ist ratsam, harte und klebrige Lebensmittel zu vermeiden und stattdessen auf weiche und gesunde Nahrungsmittel umzusteigen. Eine ausgewogene Ernährung ist entscheidend ein Viertel eher einen erfolgreichen Heilungsprozess und kann dazu beitragen, dass das Implantat besser akzeptiert wird. Nach etwa 3 bis 6 Monaten sollte das Implantat fest im Kieferknochen verankert sein und sich gut mit dem umliegenden Gewebe verbunden haben. Zu diesem Zeitpunkt kann Ihr Zahnarzt eine Krone oder ein Viertel CKI auf dem Implantat befestigen, um die fehlenden Zähne zu ersetzen. Es ist wichtig, regelmäßige Kontrolluntersuchungen bei Ihrem Zahnarzt durchzuführen ein Viertel, um sicherzustellen, dass das Implantat richtig funktioniert und keine Probleme auftreten. Der Genesungsprozess nach einer Zahnimplantation kann je nach individueller Situation und Gesundheitszustand variieren, aber in der Regel dauert es einige Wochen bis Monate, bis das Implantat vollständig geheilt ist. Es ist wichtig, die Anweisungen Ihres Zahnarztes genau zu befolgen und regelmäßige Kontrolluntersuchungen durchzuführen ein Viertel, um sicherzustellen, dass das Implantat richtig einheilt und keine Komplikationen auftreten. Mit der richtigen Pflege und Geduld können Sie bald wieder ein strahlendes Lächeln und gesunde Zähne genießen.